Aber wir sind jetzt hier und es ist tiefste Nacht. Es ist tiefste Nacht. Steht der Mond am Himmel? Ich weiß es nicht. Aber die Tür geht auf. Die Tür geht auf. Eine Nachtgeheimtür. Hey Freunde und damit ein herzliches Willkommen bei eurem Schulfer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hello Neighbor Alpha 4. Und bestimmt fragen sich alle schon, was es wohl für Geheimnisse in der Alpha 4 gibt, die der Nachbar vor uns geheim halten könnte, die sich hier im Haus vermutlicherweise verstecken. Und genau diesen Geheimnissen werden wir jetzt in dieser Alpha 4 auf den Grund gehen, denn es gibt garantiert Sachen hinter versteckten Türen, versteckten Terrassen, die der Nachbar versteckt hat vor uns, damit wir die versteckten Sachen nicht finden. Deswegen sind sie versteckt. Weil es versteckte Sachen sind. Jedenfalls, wie ich es in der letzten Folge schon gesagt habe, Leute, haben wir uns jetzt hier auf diese Terrasse begeben. Für die Leute, die nicht wissen, wo wir sind, wenn man da oben aus dem großen Raum rauskommt und quasi unten auf die kleine Terrasse springt, sind wir einfach hier rechts daneben, kann man ganz einfach hinkommen, indem man mit dem Schirm einfach da oben abspringt, das Ding aufklappt, dann gleitet man wunderschön und elegant hier runter. Und wir werden jetzt einfach mal gucken, ob sich hinter dieser Tür etwas verbirgt. Und sie lässt sich sogar öffnen. Also gehen wir mal rein und schauen einfach mal, ob es hier drinnen irgendwas gibt. Hier ist jetzt ein Stuhl davor. Den machen wir mal weg. Machen hier auch noch auf. Oh, hier ist noch ein weiterer Schirm. Ja, holla, die Waldfee. Den nehmen wir auch mal. Dann haben wir zwei. Können wir schon auf Nummer... Hier ist jetzt zu. Hier ist jetzt zu. Hier ist ein Mond drüber. Bedeutet das vielleicht, dass wir dort nur bei Nacht rein können? Ich guck mal durch. Ist auf jeden Fall ein Raum dahinter. Die Tür scheint auch nicht versperrt zu sein. Ich glaube, die Tür hat so eine Art Nachtschalter oder so. Würde ich jetzt vermuten. Ich meine, es ist ein Mond. Was soll das sonst bedeuten? Ich schätze jetzt einfach mal, dass wir dann nur bei Nacht rein können. Ich weiß nicht, wie das jetzt in dieser Alpha ist, ob die Zeit von selbst vergeht oder ob die nur vergeht, wenn der Nachbar uns kriegt. Weil so war es ja bis jetzt immer. Deswegen keine Ahnung. Warten wir jetzt? Und was ich jetzt noch gerade sehe da drüben, Freunde, irgendwas ist hinter diesem Fenster und irgendwas schießt da mit Äpfeln oder so. Da fliegen als Äpfel aus dem Fenster raus, seht ihr das? Richtig merkwürdig, keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, da komme ich auch gar nicht hin. Wir können ja jetzt mal gucken, ob wir da hinkommen. Und sobald es Nacht ist, gehen wir einfach wieder hier oben hin und schauen mal, ob sich dann der Nachtmodus aktiviert und ob wir dann durch diese Tür können. Ich werde jetzt einfach mal schauen, ob ich zu dem Raum da drüben gelangen kann. Ich lasse mich jetzt einfach mal darüber gleiten und wir schauen einfach mal. Na, oh, 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 das war knapp. Aber es hat noch gepasst. Wir gehen einfach mal hier hoch. Komme ich denn hier drüben durch die Tür durch? Das ist jetzt die nächste Frage. Komme ich... Geht die Tür auf? Da ist irgendwas hinter. Irgendwas versperrt uns den Weg auf jeden Fall. Kann ich die vielleicht... Kriege ich die nicht auf? Komme ich an die Kisten dahinter? Kann ich die Kiste nehmen? Ja, okay, die Kiste ist schon mal weg. Eine Kiste ist weg. Geht es jetzt auf? Komm schon, Tür. Komm schon. Geh auf. Das sind auf jeden Fall Äpfel. Ich sehe es. Aber die Tür... Die Tür will nicht aufgehen, Freunde. Die Tür in keine Richtung. Sie will nicht. Kann ich denn durchgucken? Auch nicht. Doch, jetzt kann ich durchgucken. Ja, da sind einfach richtig viele Kisten vorgestapelt. Scheiße. Und da drüben sind die Fenster alle vernagelt, ne? Dann komme ich so natürlich nicht da rein. Also jedenfalls nicht hier durch diese Tür. Das scheint mir doch ein bisschen schwierig. Beziehungsweise können wir es dann doch mal versuchen, Freunde. Wenn ich jetzt hier nämlich Kisten davor schmeiße, jetzt natürlich nicht mehr. Wenn ich die Tür aber hier aufmache und dann Kisten davor schmeiße, scheint das Ganze in einem gewissen Maße langsam aber sicher aufzugehen. Vielleicht kriegen wir das ja so hin. Vielleicht können wir die Tür aufwerfen. Langsam aber sicher, weil rohe Gewalt hilft immer, Leute. Also von daher gucken wir... Oh, wir sind schon fast drin. Wir sind fast drinne. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Noch... Nein! Komm schon. Wir kriegen die Tür auf jeden Fall auf. Easy, Freunde. Easy. Absolut kein Problem. Die ganzen Äpfel kommen hier schon rein. Nein, jetzt ist die Kiste weg. Aber ich bin fast drinne. Ich bin fast drinne. Kann ich vielleicht diese ganzen... Lol. Oh, ich dachte gerade, ich habe mich weggebackt. Okay, ich nehme die Kiste hier mal. Und ich werfe nochmal. Zack. Jetzt müsste ich aber reinkommen, oder? Komm schon. Komm schon, bitte. Bitte. Lass mich. Lass mich. Lass mich rein. Lass mich. Es reicht noch nicht. Ich sehe eine Taschenlampe. Und da drüben... ist irgendeine Maschine, die Äpfel schießt. Aber ich komme noch nicht rein. Okay, Leute, ich habe es geschafft. Ich bin drinne. Ich bin drinne. Hier sind unglaublich viele Kisten. Und die Kisten haben scheinbar ein ganz anderes Physikverhalten in dieser Alpha. Denn ansonsten konnte man eigentlich relativ einfach
die Kisten loswerden und an denen vorbeikommen. Wo bin ich denn hier? Was ist denn hier verbarrikadiert? Na gut, egal. Jedenfalls sind wir jetzt hier oben. Und mal gucken, was haben wir denn hier so? Wir haben hier eine Waffe. Wir haben wieder eine Waffe. Hier ist irgendwie so ein Panzer. Und hier sind überall Maschinen. Kann ich die ausmachen? Kann ich nicht ausmachen. Hier sind überall Maschinen, die mit Äpfeln schießen. Richtig merkwürdig. Okay, aber wir haben hier auf jeden Fall eine Waffe. Schießt ihr? Die Waffe schießt auch wieder. Sehr gut. Wir haben wieder eine funktionierende Waffe, Freunde. Das ist auf jeden Fall nice. Und hier haben wir noch eine Karte der Welt. Afrika, Europa und so weiter, Leute. Kann ich jetzt... Hier ist ja gar keine Scheibe drin. Yo. Wahrscheinlich ist hier gar keine Scheibe drin, oder? Aber auf jeden Fall sehr interessant, was sich hier oben verbirgt. Irgendwelche, wie so eine Art Geschützkanonen stehen die Dinger hier und schießen wie wild mit Äpfeln. Hier ist irgendwie eine Art Bett. Vielleicht von einem Kinderzimmer oder so. Vielleicht haben die Kinder hier irgendwie so eine Art Belagerung gespielt oder so. Keine Ahnung. Ich jedenfalls werde mich jetzt erstmal wieder nach unten begeben mit meinem Schirm. So, ganz easy. Los, los. Flieg, flieg, flieg. Ah, ich dachte, ich kann vielleicht bis da drüben in den Raum reinfliegen. Aber das geht leider nicht. Schade. Okay, ich sprinte mal weiter. Ich hau jetzt erstmal vom Nachbarn ab. Und dann... Obwohl, nee, ich lass mich fangen. Vielleicht ist da Nacht. Okay, es ist noch nicht Nacht, aber es ist auf jeden Fall dunkler geworden. Ich schätze mal, wenn ich mich jetzt noch einmal von ihm schnappen lasse, haben wir, denke ich mal, Nachtstatus. Hoffe ich jedenfalls, da ist er schon. Schnapp mich noch einmal, komm. Jetzt muss es dunkel sein. Es ist wieder Tag. Das gibt's doch gar nicht, Freunde. Ich glaube, wir hatten einfach schlechtes Timing. Ich lasse mich jetzt einfach nochmal von ihm schnappen, weil irgendwann muss ja Nacht sein. Irgendwann müssen wir genau in das Zeitfenster reinrutschen, das Nacht ist. Wir hatten das ja jetzt schon in den anderen Aufnahmen, dass wir zwischendurch Nacht hatten. Und dann müssen wir das auch hier wieder triggern können eigentlich. So, wo ist denn der gute Mann? Wo ist er? Da ist er. Da draußen ist er. Okay, er kommt jetzt nach vorne. Wir lassen uns schnappen. Komm her. Und jetzt ist hoffentlich Nacht. Bitte? Es ist Nacht. Tiefste Nacht, Freunde. Tiefste Nacht. Okay. Wir gehen jetzt einfach nach hinten wieder. Kriechen durch den Fahrstuhlschacht nach oben und gehen dann zur Nachttür, möchte ich es einfach mal nennen. Und wir haben ja auch mittlerweile eine Waffe am Start. Das können wir auch mal in dieser Alpha wieder ausprobieren, wie wir es in jeder Alpha ausprobieren, wie sehr wir den Nachbarn eigentlich jetzt mit den Waffen verletzen können. Das werden wir auf jeden Fall auch noch austesten. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir durch diese Nachttür durchkommen können. Nein, nein, nicht zugehen, nicht zugehen, nicht zugehen, ganz ruhig. Ich will nur durch, ich will nur durch, dankeschön. Okay, so, wir gehen jetzt wieder hier runter. Und jetzt holen wir unseren Schirm raus. Und Moment, wir sprinten einfach und springen und haben... Ja, okay, das war jetzt einfach. Letztes Mal habe ich mich ein bisschen schwerer getan, aber wir sind jetzt hier. Und es ist tiefste Nacht. Es ist tiefste Nacht. Steht der Mond am Himmel? Ich weiß es nicht. Aber die Tür geht auf. Die Tür geht auf. Eine Nachtgeheimtür. Und die Tür öffnet sich nur bei Tag? Ist das euer Ernst? Aber das ist ultra cool. Ich feiere das gerade. Und hier hinter kommen wir in irgendeinen Raum rein. Wie krass ist das bitte? Es gibt einfach Tag- und Nachttüren. Das heißt natürlich, ich muss jetzt einmal wieder sterben. So, wir fallen aus großer Höhe. Wir sind tot. Es ist wieder Tag. Und jetzt gehen wir nach oben und kommen dann durch die nächste Tür. Das ist ein richtig cooles System. Das feiere ich gerade richtig. Er hat das... Hauptsache, er hat einfach das Fenster zugenagelt. Und zwar so zugenagelt, dass man nicht mehr durch kann. Das hat der Kerl bis jetzt auch noch nicht gemacht. Diese Alpha ist wirklich mit die beste Version bis jetzt. Es ist die beste Version bis jetzt. Und wir gucken jetzt mal, was sich hinter der Tür des Tages verbirgt. Wir haben die Tür der Nacht und die Tür der Sonne. Und jetzt sprinten wir einmal wieder hier raus, klappen unseren Schirm aus, landen ganz galant hier drüben. So. Fallen jetzt hier runter und kommen jetzt durch die nächste Tür. Warum ist denn die zu? Habe ich die hinter mir zugemacht? Nein! So Leute, wir sind jetzt wieder durch die Nachttür hindurch. Und ihr seht es ja, wir haben gerade quasi kurz vor Morgengrauen. Es ist schon eher hell als Nacht draußen, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Ich weiß nicht, ob überhaupt durch normale Wartezeit hier jetzt was getriggert wird. Ob überhaupt durch normale Wartezeit die Zeit vergeht. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn Tag wird, geht diese Tür von selber wieder zu. Ich glaube nicht, dass ich diese Tür aufhalten kann. Ich könnte jetzt vielleicht was dazwischen klemmen, damit sie offen bleibt. Aber das ist auch so ziemlich alles, was ich machen kann, vermutlich. Keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach mal einen Stuhl hinstellen. Vielleicht reicht das ja schon. Ich weiß es nicht.
Aber ansonsten kommen wir hier auf jeden Fall nicht durch. Und die eröffnet sich logischerweise nur bei Tage. Ich werde jetzt einfach mal eine Weile hier rumstehen. Vielleicht wird es ja Tag und dann kommen wir durch. Keine Ahnung. Ich werde mich jetzt einfach mal kurz hier hinschillen. Und wir werden einfach mal eine Weile warten. So Leute, ich stand hier jetzt eine ganze Weile rum. Es hat sich überhaupt nichts getan. Auch am Firmament hat sich nichts getan. Deswegen werde ich jetzt einfach nochmal runterspringen. Wir haben einen Stuhl vor die Tür... einen Stuhl vor die Tür gelegt, haben wir. So, ja, das mit der Artikulation kriegen wir auch noch hin. Jetzt müssen wir einfach darauf hoffen, dass das Ding noch offen ist. Ja, darauf müssen wir jetzt einfach hoffen. Ich bezweifle es ein wenig, aber wir werden sehen. Ich schieße hier einfach mal auf, so. Und wir gehen jetzt einfach wieder ganz in Ruhe nach oben. Ja, der Nachbar kann mich mal. Und wir gucken einfach mal. Ich schätze aber, die Tür ist zu. Genauso wie die andere. Aber wir versuchen einfach mal unser Glück. So, Leute, wir sind jetzt hier. Wir müssen jetzt mal gucken. Mal sehen, ob die Tür offen oder zu ist. Wir haben sie mit dem Stuhl blockieren können. Das heißt, wir können... Können wir rein? Wir können rein. Wir sind drin. Die Tür ist offen geblieben. Das mit dem Stuhl hat funktioniert. Und jetzt können wir die Tür nicht öffnen. What? Warum nicht? Ist es noch nicht hell genug? Doch, die Sonne ist doch da. Oder nicht? Oder muss dafür die Tür hier zu sein? Ich mach die mal zu. Geht's hier auch nicht? Komm ich denn... Jetzt hab... Ihr habt mich eingesperrt. Oh nee. Tja Leute, ich hab's geschafft, mich selber einzusperren. Wir haben die Türen von Sonne und Mond. Keine Ahnung, warum ich jetzt durch die hier nicht durch kann. Vielleicht ist einfach noch nicht Tag genug. Ich hab keine Ahnung. Jedenfalls würde ich sagen, wir versuchen das einfach in der nächsten Folge nochmal, weil ich kann jetzt hier logischerweise nichts mehr machen. Ich komme jetzt auch hier nicht raus und ich könnte jetzt höchstens ein neues Spiel starten, aber das ist ja auch doof. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, vielleicht kommen wir dann hier durch. Vielleicht finden wir aber auch noch andere Sachen. Vielleicht habe ich ja noch einen anderen Geheimraum, den ich mir mit euch angucken möchte. Aber wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge wieder. Euer Schubert verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.